Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mittelerde Mordor Schatten bzw. Shadow of Mordor hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, es ist soweit. Es ist die letzte Ausgabe von Konfi sucht den Orkstar oder Super Ork. Grüße gehen nochmal an Kopa raus für den Namen. Und ich bin heute mit meinem letzten Gast jetzt am Start. Der letzte Häuptlingsplatz muss gefüllt werden. Und ich musste meinen Gast schon einmal tontechnisch aus dem Let's Play rausschneiden, weil ich seinen Namen gespoilert habe. Aber es sollte ja eine Überraschung sein, dass mein Gast jetzt hier mit am Start ist. Ganz witzig gewesen. Und ja, ich begrüße meinen letzten Gast, der sich hier als Ork-Häuptling mit im Let's Play manifestieren darf. Hallo, Sub. Hi. 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 Sub, wie geht's dir? Hast du schon gespoilert gehabt? Ich hatte dich einmal, wo ich das mit Dani hier gemacht habe, hatte ich tatsächlich einmal deinen Namen gesagt, dass du hier der Letzte bist, und das habe ich dann im Nachhinein tontechnisch rausgeschnitten. Okay. Ja, das soll ja eine Überraschung sein, dass du jetzt hier bist. Ja? Mhm. Genau, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich den Sub dafür gewinnen konnte, weil Sub... Ich weiß nicht, hast du zweimal mit Shadow of Mordor schon angefangen gehabt? Einmal, glaube ich, nur ganz kurz, und dann irgendwie einmal noch so eine Stunde oder anderthalb, zwei, so die Dreh. Genau, und ich weiß ja, dass du nicht der größte Fan von dem Spiel bist, um das mal so auszudrücken. Ich bediene mich jetzt mal eines Zitat von Pete Smith: Ich habe den Spielspaß noch nicht gefunden. Ja, Grüße da raus und an Team Pete Smith natürlich. Genau. Ich weiß nicht. Vielleicht versuche ich es ja irgendwann nochmal und finde ihn dann. Aber bisher habe ich es nicht geschafft. Aber ich muss dir zugestehen, der Teil jetzt hier ist für mich auch der spaßigste Teil an dem ganzen Spiel. Also das hier mit dieser Armee aufstellen und die Häuptlinge selber zu machen. Das ist mein spaßigster Teil. Genau. Und ja, Sub, du darfst jetzt als letzter hier deine Armee, deinen Krieger auswählen. Mhm. Wir sind offscreen alle durchgegangen, also auch für die Zuschauer sind hier viele. Sofort los. Genau. Viele, viele neue Gesichter. Auch für die neuen für die Zuschauer jetzt. Hier, wie gesagt, das hat sich ja immer aktualisiert. Und du hast drei Leute gefunden. Mhm. Wo du sagst, jo, die, da sehe ich mich. Vom Look her natürlich auch. Oder nicht? Eher weniger. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie immer weiß ich die drei Leute noch nicht. Also ich kenne natürlich jetzt die Leute hier so, alle Hauptmänner. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, wen Sub sich ausgesucht hat. Und das wird der Sub jetzt uns gleich mitteilen. Und dann werde ich kurz meine Meinung zu den Leuten sagen. Wir können ja auch mal Stärken und Schwächen dann so ein bisschen vergleichen. Ja. Und ja, Sub. Also wir sind ja erstmal wieder bei den dreien, ne? Wie du gesagt hast. Genau, bei den dreien. Wo du erstmal nur alle drei sagst, noch nicht, wer so Platz 1, 2, 3 ist, sondern einfach nur erstmal alle drei raushauen. Ne, die haben tatsächlich alle eine Gemeinsamkeit. Oh. Und das habe ich jetzt nicht vorrangig danach geguckt, aber es hat sich so ergeben, weil ich das eigentlich so auch mag, auch so von anderen Spielen, die ich so gespielt habe. Und einer, noch bevor du mir das alles so ein bisschen erklärt hast und so, ist mir einer schon so ein bisschen aufgefallen, wo ich so ein paar Kindheitserinnerungs- oder Teenager-Erinnerungs-Flashbacks hatte, vom Aussehen her oder von Begebenheiten her. Oh. Da war schon gleich so ein Favorit. Schauen wir mal, ob sich da noch was ändert oder so. Da bin ich ja mal gespannt gleich, wenn du diese Geschichte erzählst. Durch. Der erste, die sind alle drei, glaube ich, aus den obersten beiden Reihen. Die unterste Reihe ist schon mal raus, glaube ich. Okay, okay. Und der erste, das war der gute Nahzu-Schädelsammler. Der Nahzu, hier, Nahzu-Schädelsammler. Er passt Nahzu-Nazi, bei mir als Ossi ist das nicht so weit weg, ne? Du droppst es wirklich im Part. Ja, natürlich. Wir haben eh keine Werbefreundlichkeit oder sowas, von daher volle Kamera rein. Das stimmt.
Schaltet eh keiner Werbung, von daher. Ist auch ein bisschen, finde ich, hier oben, ne, an seinem Helm. Ja. Du weißt, an was das erinnern könnte, ne? Das ist eine nicht-arische Person. Oh, ich sehe gerade hier an seinen Schulterplatten hat er auch so. Ja. Oh, cool. Nahezu Schädelsammler. Ja. Nice. Genau, ja, okay. Wie gesagt, hat so ein bisschen, und das haben auch die anderen, so mit Schild, so ein bisschen tankmäßig. Mhm. Da haben wir tatsächlich noch keinen, so ein Tank an der Front macht sich immer gut. Mhm. Und ich weiß nicht, ich finde Schilde irgendwie ziemlich stylisch. Wenn ich jetzt irgendwelche Spiele spiele, sind solche Online-Dinge, wo man mal reinguckt, solche MMORPGs oder so Spiele, die es in der Art gibt im Singleplayer, wo man sich so Charaktere baut, Skill mit verschiedenen Klassen und so, habe ich auch mal ganz gern Schildträger, so Tanks gespielt, weil die gut einstecken können, mit denen kannst du gut was schaffen und wie gesagt, ich finde Schilder ziemlich stylisch. Besonders wenn es dann anderen Spielen richtig große Variationen gibt von den Schildern und so, du fängst mit so einem kleinen runden Holzdingel an ja. Und hast dann irgendwie so ein richtig geiles, mannsgroßes Schild am Ende oder so, ich finde das ganz cool. Ja, stimmt. Und da kam da hier schon mal mit in die ja, engere Auswahl. Sehr schön, okay. Nahezu Schädelsammler ist dein erster Pick. Gefällt genau. Mir. Ich sage, genau, wir machen erstmal alle und dann. Ja. Nummer 2. Ich weiß nicht mal, ob ich das jetzt richtig, wie ich das geschrieben habe. Meine Schrift ist manchmal so ein bisschen so eine halbe Doktorschrift. Wir finden Entweder Rack oder Ruck der Richter. Ja, hier. Ruck. Genau, Ruck war's. Dann oder ist Ruck. Es doch kein dann ist es doch kein missratenes A geworden. Okay. Ja, geht in dieselbe Richtung. Auch ein schönes Schild, hat so ein Speer dabei, mit Gift noch gespickt. Genau. Der so ein bisschen Eindruck macht. Hier, schön, ne? Einmal die Fashion Show hier. Mhm. Ja, finde ich auch. Mhm. Genau. Sehr cool. Und für Nummer 3 brauchen wir dann tatsächlich bloß einmal nach rechts gehen. Oh! Zu Shaka Froschblut. Shaka! Und der ist mir nämlich gleich aufgefallen mit meinen Flashbacks. Oh, jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt die Geschichte. Wenn wir nochmal rausgehen, ja. Sehen wir diese riesige rote, ja, ich nenne es jetzt mal Hellebarde. Ja. So auf Speermäßig. Und das erinnert mich, ich habe früher immer und ich erwische mich auch heute noch, dass ich da mich ein, zwei Mal im Jahr einlogge oder so. Habe ich früher, ich glaube, ich habe damit 2004 oder 2005 angefangen. Da war ich jetzt so 13, 14 Jahre, vielleicht auch 12, je nachdem wann. Und da bin ich in der Schule über einen Kumpel auf das Online-Spiel RuneScape gestoßen. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, das gibt es heute immer noch. Göttlich, das gab es damals auch RuneScape. Nur auf Englisch. Und da gab es, wie gesagt, früher war das alles noch ein bisschen limitiert, da war das alles noch ein bisschen kleiner. Mittlerweile ist es natürlich viel mehr geworden. Und da gab es eben auch verschiedene Waffen und die hatten alle so eine Waffenstufe. Ne? Umso höher die Stufe, umso bessere Waffen. Und das war alles so metallmäßig aufgestellt. Ja. Also du hast mit Bronze angefangen, dann ging es Eisen, Stahl, Vitril, Adamantit, Ronit und danach als höchste Stufe war damals die Drachenwaffen. Die sahen genauso aus. Hattest du so eine helle Barde, so ein langer Stiel und hattest vorne oben in Rot so, da war das Ganze in Rot, hier ist es ja so halb durch das Blut gekommen. Und das hat mich irgendwie sofort an die Drachenhelle Barde aus RuneScape von damals erinnert. Deswegen ist er mir sofort aufgefallen. Finde ich sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Verbindung. Fällt tatsächlich auch so dann noch mit in dieses Schildmuster rein und so. Genau. Den Zuschauer können es jetzt nicht sehen. Ich kann es dir schicken, aber du kannst das ja jetzt auch nicht den Zuschauern zeigen. Aber dann kann ich dir mal ein Vergleichsbild schicken oder die Zuschauer, wenn es die interessiert, die schauen einfach mal nach Drachen, Hellebarde, RuneScape oder so, um den Vergleich zu haben. Ja. Ist das hier was? Genau. Schau's einfach mal in den Chat. Da kannst du jetzt nichts anfangen, glaube ich. Dafür tappe ich jetzt einmal kurz raus aus dem Game, aber ich würde es mir einmal kurz angucken. Und das Ding, das ist die heutige Grafik. Damals sah es noch anders aus, aber. Ja, du hast recht. Ja, das hat wirklich Parallelen. Nice. Ja. Das ist mir sofort aufgefallen. Das ist total witzig, weil das ja für dich Timing, also der war tatsächlich
Der ist nach Daniel erst dazugekommen in diese Liste hier von den Leuten. Und das ist ja timingtechnisch für dich dann quasi in der Hinsicht perfekt. Wenn er jetzt deinen Platz natürlich, wenn er deinen Platz einnehmen wird. Finde ich sehr, sehr cool. Shaka Froschblut. Hat auch ein cooles Schild. Genau, also dann haben wir Shaka, wir haben Rook und wir haben Nazu. Die drei wären deine engere Auswahl, ne? Genau. Okay. Jetzt, Sub, möchtest du meine Meinung hören? Auch aus. Okay. Erstmal möchte ich overall, also im Allgemeinen erstmal sagen, finde ich sehr, sehr cool, dass du dich für drei Kämpfer entschieden hast, die wir hier oben noch nicht haben, vom Waffentypen her. Wir haben noch kein Schild, wir haben noch keine Lanze oder Bade, wie man es jetzt nennen möchte. Finde ich sehr, sehr cool erstmal schon mal im Vorhinein oder im Vorfeld. Ich fange mal an mit Nazu. Nazu ist auch damals dazugekommen und das ist immer so cool an dem Spiel, wenn die so aufgedeckt werden, weil du weißt halt nicht, was dich erwartet. So sah das Ding damals in der damaligen Grafik aus. Warte. Wo ist gespielt? Ah. Ja, mega. Ja, doch, hat wirklich was davon. Sehr, sehr cool. Genau, ich weiß gar nicht, kennst du den Streamer RS Glories in Gold? Ja, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gequatscht, weil ich dich da auch mal gefragt habe, weil mir aufgefallen ist, dass du, ich weiß nicht, dem folgst oder was auf Twitter oder ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich dir auch mal angesprochen, ob du RuneScape kennst oder gespielt hast oder so. Das haben wir auch schon 2 Jahre oder sowas her. Ja. Ne, genau, den hatte ich damals ja durch diesen Skandal von Keemstar da kennengelernt. Mhm. Genau. Und von dem Spiel, da ist auch das untere Bild von, gibt es auch heutzutage noch eine Oldschool-Version, was so ist wie das frühere Spiel. Weil du siehst ja, die Grafik hat sich geändert. Mhm. Im Kampfsystem hat sich 2010, 11 rum oder so, ich weiß nicht mehr, einiges geändert und haben viele aufgehört, weil das nicht mehr das Spiel ihrer Kindheit damals war. Okay. Und irgendwann haben dann die Entwickler Jagex aus England entschlossen, die springen das, was sie damals noch auf ihren Computern hatten von dem alten Spiel, das launchen sie einfach nochmal. Und es gibt jetzt quasi das RuneScape heute, RuneScape 3 und Oldschool RuneScape, so wie es damals früher war auf dem Stand. Ja. Und das Oldschool RuneScape hat tatsächlich meistens sogar mehr Spieler als das aktuelle, sage ich jetzt mal. Ja. Spielst du das Spiel heute noch? Wie gesagt, es kommt mal vor, dass ich 1-2 Mal im Jahr mal einlogge und mal ein bisschen gucke und mal 2-3 Tage spiele, aber nicht aktiv. Nein. Okay. Aber ist doch schön, dann immer solche Erinnerungen zu haben. Ja. Genau. Genau, nochmal kurz zu Nazu. Genau, ich weiß auch, wo wir den damals aufgedeckt haben und holy shit, ich glaube sogar Celine hat damals gesagt, dem solltest du vielleicht sogar am Leben erhalten, weil der könnte noch für einen der späteren Gäste einer werden. Und da war ich auch, der Meinung war ich auch, ich habe den jetzt nicht speziell am Leben erhalten, also die haben ja auch immer so ein paar Missionen und auf diesen Missionen können diese Hauptmänner auch sterben. Aber das habe ich jetzt nicht speziell gemacht, aber der ist dabei und ich finde ihn halt einfach schon mal so vom Look her, der ist badass wirklich, also wenn du den an vorderster Front hast, dann hast du Angst. Und dann sollte der Gegner Angst haben. Cooles Schild, wie ich finde. Also richtig geiles Schild, so vom Look her. Vielleicht von den dreien sogar das coolste Schild. So einfach vom Look her, vom Objektiven. Und ich wobei die einfach drin, ich weiß nicht, was der gesagt hat am Anfang, die Rüstung, die wird noch krasser, wenn die stärker werden. Ja. Ich weiß nicht, ob sich auch das Schild ändert. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie, weil der fing ja auch ganz unten an, ob sich das Schild vielleicht sogar schon ein bisschen entwickelt hat. Das kann ich dir nicht sagen. Aber passt natürlich alles zu seinem Beinamen, ne? Er ist der Schädelsammler. Auch seine Lanze oder seine Waffe ist hier so ein bisschen, so der Kopf. Und überall sind diese Schädel. Bei ihm frage ich mich tatsächlich, was an Rüstung noch groß dazukommen könnte, wenn er aufsteigt, weil er hat ja schon vielleicht ein krasser Panzerfläche hier. Plattenbeinlinge oder so. Genau, denke ich auch irgendwo hier unten, vielleicht Richtung in der Beinregion. Da könnte noch was dazukommen. Ich finde den vom Look her auf jeden Fall, wenn der an vorderster Front bei uns stehen würde, da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Genau, wir können auch sagen, Stärken und Schwächen, wie gesagt, da ist auch alles andere als schwach ist er da wirklich. Und
Aber das ist ja zweitrangig, trotzdem passt das halt so zu seinem Gesamtbild. Ich finde den sehr, sehr cool, tatsächlich vom Pick, muss ich sagen. Der gefällt mir. Den nächsten, den ich nehme, ist Rook, der Richter. Er hat hier auch so ein bisschen eine Hand hier oben. Auch er, sehr, sehr cool mit seinem Schild und mit seiner Lanze. Ein recht unspektakuläres Schild, würde ich jetzt nicht sagen. Aber im Gegensatz zu Natsu ist das natürlich schon was anderes. Er hat eine Giftwaffe, ich glaube eine Giftwaffe. Doch, Gunza hat, glaube ich, ja, Gunzas Dolch ist auch vergiftet. Aber egal. Der hat auch, was ich bei ihm ganz cool finde, sind so, ist so hier diese Hörner, so dieser einheitliche Stil von den Hörnern. Ja. Sowohl am Helm, das hat, ist so ein bisschen der Skyrim-Helm. So ein bisschen, ja. Und hier dann auch noch die ja, was sind denn das? Zähne, Knochen, die dann hier an seinen Schulterplatten rausgucken. So wie Rippen sehen die so ein bisschen aus. Ne? Oder Rippen, genau. Vielleicht hat er seinen Feind auch einfach die Rippen rausgerissen. Genau. Auch, wie ich finde, ein sehr, sehr cooler Pick, auch weil sein Zweitname, also der Richter, ist natürlich auch irgendwie mega cool. Ja. So, der, wenn du so einen ganz vorne stehen hast, dann musst du dir auch keine Sorgen machen. Das ist auf jeden Fall auch ein absoluter Tank. Und wie gesagt, Stärken und Schwächen sind ja zweitrangig. Er hat zwar ein bisschen mehr Schwächen. Die Fürchte gehen zu 95% weg, wenn er da oben steht. Da bin ich mir sicher. Vielleicht auch zu 100%, aber ja, die gehen auf jeden Fall weg. Und ja, sehr, sehr cooler Pick. Ich mag auch seine Lanze wirklich. Bei Natsu ist es so ein bisschen, da sieht man gar nicht so wirklich, dass es eine Lanze ist und wie er damit angreifen soll mit seiner Waffe. Aber bei ihm sieht man das, glaube ich, ganz eindeutig hier sehr spitz. Scheint auch so eine Art Knochen zu sein vielleicht. Ja. Und genau, auch ein sehr, sehr cooler Pick. Also der Mann, den würde ich auf jeden Fall auch in der Armee begrüßen. Und dann haben wir noch... Nummer 3 ist so ein bisschen vielleicht der Underdog vom Aussehen her, von den dreien. Nummer 3 vielleicht so ein bisschen vom Aussehen der Underdog? Ja, vielleicht, weil er ja... Kein auch Schild, nicht, ich meine kein Helm. Kein Helm. So normale Rüstung noch, nichts Besonderes. Ja, ja, da stimme ich dir zu. Kann ja noch werden. Kann ja noch werden. So ein Helm macht immer was her, natürlich. Mhm. Aber tatsächlich... Sharka, von vornherein schon, wo du ihn oder wo wir durchgegangen sind, da habe ich ja die ganze Zeit versucht, hier durch Rauszoomen auch seine Waffe da reinzubekommen. In Bildschirm komplett. Das finde ich schon mal absolut. Also seine Lanze finde ich vielleicht von. Oder nicht vielleicht. Ich finde von den drei Leuten seine Lanze, seine Waffe die absolut krankeste. Also du kannst deine Leute so ein bisschen auf Distanz halten, deine Gegner, aber wenn sie rankommen, hast du immer noch das Schild zur Verteidigung. Und ich finde sogar bei ihm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal bei Rook gucke. Er hat Schuhe zumindest. Ja, er hat auch Schuhe. Ja, doch, Rook hat hier unten auch so ein bisschen. Aber ich finde, bei ihm macht sogar noch das Ende von der Lanze oder halt der Anfang, wie man sehen möchte. Ja. Das ist ja auch nochmal so. Wenn er doch ein bisschen näher dran ist, hat er das so. Als eine Art, ich will es jetzt nicht gleich Nahkampfwaffe sagen, aber schon ein bisschen näher als das obere Ende der, wie gesagt, ich bezeichne es jetzt mal als Hellebarde. Ja, hat was von einem Hammerkopf, wie ich finde. Ja. Und das muss ich auf jeden Fall, so zwei Waffen so in einer. So ein länglicher Morgenstern. Genau, genau. Und also wenn man jetzt nochmal rauszoomt, das ist ja wirklich, also die Waffe ist ja wirklich nun mal, holy shit. Ja. Die will man noch haben. Die hat bestimmt auch, wie das, was du mir außerhalb der Aufnahme oben gezeigt hast, diesen Blutungseffekt oder ist das wirklich kosmetisch? Genau, die hat auch diese grausame Waffe. Mhm, also genau. Die verursacht tiefe Wunden. Bei ihm ist natürlich dann auch, gut, er hat noch nicht so viele Stärken, das heißt, da ist noch viel Potenzial. Mhm. Er hat ja hat auch... Hat aber auch schon wenig Schwächen im Vergleich zu den anderen, so auf der Stufe schon mal. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, hat aber auch echt wenig Schwächen. Also, gut, anfällig gegenüber berittenen Bestien. Also dieses anfällig heißt halt, dass man die instant killen kann, ne? Das ist quasi so ein Insta-Kill mit einer Fähigkeit. Dieses Erleiden Schaden dadurch heißt, okay, er kriegt Damage, er ist da halt einfach nicht immun gegen. Genau. Also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial. Und was ich schon mal sehr, sehr cool finde, auch bei seinen Stärken, klar, als Tank ist immer geil. Der heilt sich kontinuierlich und schnell. Also Regeneration hat er als Stärke. Und er ist ein schneller Läufer. Was natürlich bei so einem Riesentyp ein großer Vorteil ist, wie ich finde. Mhm. Schild sieht auch nice aus. Können vielleicht ein bisschen breiter sein, so an manchen Stellen, aber grundsätzlich.
Und das wollte ich nämlich das auch noch sagen. Das ist fast so groß wie er. Ja, sein Schild finde ich tatsächlich von der Form her am coolsten. Das ist so, wie du schon meintest, riesig. Es ist riesig, fast der ganze Körper ist oder die von der ganzen Länge her bedeckt. Und ich mag die Form irgendwie. Es ist eine coole Form. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an das Templer-Symbol. Ein Stück weit, ja. Ja. Aber jetzt auch gerade nur spontan. Und wie gesagt, ich finde, Shaka Froschblut ist eh auch irgendwie ein cooler Name. So dieses Froschblut passt halt zu seinem Look, ne? Zu seiner Haut. Mhm. Und ja, der scheint auch sehr fokussiert zu sein, muss man sagen. Also, krasser Typ. Genauso wie die anderen beiden. Aber seine Waffe ist natürlich wirklich insane. Wenn ich jetzt quasi du wäre, ne? Wir wären jetzt vertauschte Rollen. Wenn du möchtest, kann ich dir ja auch sagen, für wen ich mich von den drei entscheiden würde. Kannst du machen. Okay. Bei mir würde es tatsächlich auf Natsu und Shaka hinauslaufen. Also Rook wäre bei mir, ja, raus würde ich nicht sagen, aber er wäre halt, ich würde ihn nicht auswählen. Mhm. Jetzt nicht, weil ich ihn absolut kacke finde oder so, aber im Vergleich zu den anderen beiden, finde ich, haben die anderen beiden noch mal ein bisschen mehr als das, was er hat. Mhm. Genau. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich... Ich mal ganz kurz noch mal hier seine Stärken gucken. Was hat er als Stärken? Gut, er hat natürlich schon krasse Stärken, weil er auch schon relativ weit oben ist. Ah, guck, aber er ist auch ein schneller Läufer, okay. Dann hat er natürlich auch die Stärke. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich höchstwahrscheinlich für... Boah, es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Ja. Ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Okay. Ich sag jetzt einfach mal, ich würde mich für Natsu entscheiden. Ich find's aber super, super schwierig. Ich finde sein Gesamtbild irgendwie minimal krasser als das von Shaka. Was mich bei ihm halt so ein ganz kleines bisschen stört, ist halt seine Waffe. Ich weiß nicht, wie er damit halt so wirklich angreifen soll. Ich weiß nicht so richtig, du hast zwar diese... Sind das Federn oder sind das Knochen? Also das unten sind so Federn oder so. Ja, ich meinte jetzt das da oben, diese drei Dinger. So. Ich glaube, das sind so Knochen oder Hörner einfach. Ja. Die sollen schon so als eine Art Widerhaken fungieren, schätze ich mal. Aber du musst die ja erstmal reinkriegen. So an sich kannst du damit ja nur schlagen, aber du triffst immer zuerst mit dem Horn jemanden. Und wenn du nur mit der hohen Seite triffst, machst du jetzt nicht so viel Damage, wenn man jetzt mal so ein bisschen realistisch guckt. Ne? Ich finde, und er hat am Ende halt sieht auch, eher aus wie so eine Art Zauberstab oder so. Genau, er hat am Ende auch natürlich ja auch so spitz, ne, kann man natürlich auch reinrammen und so. Mhm. Aber er sieht so ein bisschen, das sieht aus wie so eine Voodoo-Waffe oder so. Ja. Aber, ja, ich glaube, ich würde mich für ihn entscheiden. Es ist echt schwierig zwischen den beiden. Ich finde aber so sein Look insgesamt so, wo ich sage, wow. Holy shit. Der ist echt nice, ja. Der Look ist nice. Mhm. Was mich an... Den Look, wie wir es jetzt so haben, ist der, der coolste auch, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn ich so nach anderen Kriterien auch gehen würde, würde ich Shaka nehmen, weil ich finde, dass er auch noch derjenige ist, der am meisten Potenzial hat hier auch. Mhm. So sich zu entwickeln. Und auch so, wie wird seine Rüstung noch am Ende aussehen? Da wäre ich schon gespannt. Und wie, Shakas Waffe ist natürlich auch einfach insane. Also das ist schon krass. Ja, also ich würde mich für Natsu entscheiden, aber ich bin sehr gespannt, für wen du dich entscheidest. Was ich dir jetzt noch mal kurz sagen möchte, deine anderen Vorgänger haben bisher immer einen von den drei eliminiert, so wie ich es gemacht habe, und haben dann zwischen den letzten beiden quasi entschieden. Ja. Du sagst dann auch noch mal deine Meinung zu allen, also oder jetzt zu denen, die du eliminierst, und dann zu den Top 2, wenn du möchtest. Einmal ein, zwei Sätze und dann entscheidest du dich einfach. Ja, ob ich da jetzt nochmal so, wir haben ja schon alles ausgiebig bequatscht und so, aber als erstes schmeißen wir dann doch auch schon mal einen guten, wie war es ja, Rook war's? Ja, genau. Richter raus. Rook wäre auch cooler, cooler Name, ist auch nice, definitiv, hat einen coolen Stil mit dem
mit seinem ja, Brustpanzer, der Helm mit der Hand und die Waffe so, das sieht auch schon nice aus. Ja. Aber die anderen sehe ich dann doch schon noch ein kleines Stück weiter vor. Okay. Dann Sub. Aber gespannt. Er hat es ja schon mal in die Top 3 geschafft. Ne? Er hat es in die Top 3 geschafft. Also genau. Es gab noch andere Schild und. Ja. Heute leider kein Foto für dich. Kein Foto. Wer wird Sub? Nahezu der Schädelsammler? Oder Shaka Froschblut? Ja. Ich glaube, ich gehe dann mit dem, der mir einfach von Sekunde 1 aufgefallen ist. Durch seine Waffe. Wo ich sofort die Flashbacks an meine Teenager-Zeit hatte, was das Zocken zumindest angeht. Ich gehe damit Shaka Froschblut. Shaka Froschblut. So ein bisschen der Underdog vielleicht noch mit Potenzial. Ich bin ja so ein Underdog-Guy. Ich mag die Leute. Der hat schon coole Stärken, wie gesagt, mit schneller Läufer. Diese Regeneration ist ja auch sehr nützlich für einen Tank. Definitiv. Der hat definitiv noch Potenzial. Er hat eine, wie gesagt, mega geile Waffe, mit der ich da ein bisschen was verbinde. Ja. Sein Schild ist echt cool. Mit seiner Rüstung kann er ja noch so ein bisschen nachlegen. Und da haben wir jetzt eben noch so ein bisschen den Überraschungseffekt, wo wir gespannt sein können, in welche Richtung seine Rüstung noch geht. Er hat ja noch ja, 2 Stufen vor sich, wo er sich da nochmal was tun kann. Absolut. Absolut. Ich stimme dir voll und ganz zu. Also. Genau. Es ist ein bisschen stämmiger, ist für einen Tank ja auch in Ordnung. Ja. Muss ja auch ein bisschen was aushalten können. Genau. Da gehe ich mit Shaka. Sehr schön, Sub. Freut mich. Freut mich wirklich. Finde ich eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Gefällt mir echt gut. War ja auch unter meinen Top 2. Der gute Shaka. Aber der gute Nahezu auch. Sehr geil. Das stimmt. Ne? Also Nahezu, du musst dich nicht schämen. Du hätte Shaku nicht die Waffe, mit der ich so ein bisschen was verbinden kann, wäre ich, glaube ich, bei Nahezu gewesen. Ja, ja. Bei Nahezu ist so die Waffe so ein bisschen so ein kleiner Downer. Ja, genau. Mich würde auch mal interessieren, wie er angreifen würde. Das werde ich vielleicht dann, wenn wir deinen hochgeholt haben, werde ich mir das einfach mal offscreen nochmal irgendwie angucken oder im LP dann mit einer anderen Mission oder so, wie er angreift. Würde mich einfach mal interessieren. Genau. Also, der gute Sub hat in der letzten Ausgabe von Konfi sucht den Orkstar, oder wie man es nennen möchte, Shaka Froschblut ausgewählt. Ein Hellebarden in Kombination mit Schildkämpfer. Und ja, mit der krankesten Waffe vielleicht von allen Leuten hier momentan auf der Liste. Zumindest vom Look her. Und ja. Sub, dann bedanke ich mich bei dich schon mal für diesen Part. Sehr gern. Und wir werden im nächsten Part uns aufmachen. Du siehst ja das grüne Gebiet da auf der Map. Was steht bei seinem Status? Ich kann das ja mit der Quali nicht lesen. Ach so, ja. Sein Status ist, er ist voller Stolz, Hauptmann in Saurons Armee zu sein. Ja, und oben steht ja auch, das kann ich lesen, altgedienter Hauptmann. Ne? Hauptmann, genau. Also dieses altgedient... Guck mal, bei manchen, ja gut, ist auch altgedient, haben wir hier einen Elite-Hauptmann. Also die ändern sich die Staaten, wenn die mehr Missionen schaffen. Aber er hat schon Erfahrung auch zu dem. Er hat auf jeden Fall Erfahrung, genau. Genau, also wir werden ihn jetzt als Ziel markieren. Und wir müssen ja erstmal kontrollieren, ne? Das heißt, wir werden unseren nächsten Part auf dem Weg hier ins grüne Gebiet machen. Und dann werde ich ihn ein bisschen... ich muss ihn ein bisschen downschlagen, da werden wir ihn auch schon im Kampf erleben. Damit ich ihn mir greifen kann und damit ich ihn brandmarken kann, dieses Kontrollieren. Genau. Wir werden natürlich wie immer alles geben. Wir hatten jetzt schon mal einen Fail bei Celine und bei Daniel. Bei Celine war es super ärgerlich. Bei Daniel war es, habe ich es tatsächlich blöd gespielt mit dem Duell. Mit dem anderen Kämpfer. Aber, dieses Brandmarken kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann wollen wir ihn ja noch hocharbeiten, ne? Er hat ja eine Macht von 8. Und er soll ja wie alle anderen eine Macht von 20 haben. Genau. Genau. Gut, Sub. Dann bedanke ich mich bei den Zuschauern fürs Zusehen. Bei Sub schon mal, dass er dabei ist und mitmacht. Und du darfst dann auch dich gerne gleich mit den Schlussworten hier verabschieden. Wir sehen uns auf jeden Fall alle im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Genau, ja, dann von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuschauen. Mal schauen, wohin es die Reise von Shaka schlägt, ja, wohin es ihn verschlägt, wie er sich so entwickelt.
Ich bin gespannt, was sich da tut. Ich hoffe, ihr auch und ihr seid, um das zu erfahren, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann.